willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du auch mit dabei bist, falls du dich hierher verirrt haben solltest oder falls du mich gesucht haben solltest oder dass du versehentlich aus Versehen hier bei mir gelandet bist. Nein, kleiner Spaß am Rande. Scherz muss ja auch mal sein. Ja, für alle, die meinen Kanal schon seit längerer Zeit verfolgen, die haben sich sicherlich gewundert, dass ich jetzt eine längere Zeit nicht da gewesen bin. Ich war schon da, bloß ich hatte einfach nur keine Zeit. YouTube bzw. Videoproduktion, die verschlingt enorm viel Zeit. Und manchmal hat man Dinge im Leben, wo man seine Prioritäten anders setzen muss. Und so ist es zum Beispiel auch in meinem Fall. Ich bin als Akademiker noch einen Quereinstieg gegangen. Das heißt, seit 3 Jahren arbeite ich im Lehramt. Das heißt, ich bin Lehrer an einer Grundschule für Naturwissenschaften und Mathematik, sowie ab und zu auch andere Fächer, wenn ich dann vertreten muss. Und ich habe diesbezüglich sehr viel zu tun. Ich stecke mitten im Referendariat, das heißt in der finalen Ausbildung meines Studiums sozusagen, wobei das Referendariat ja eigentlich gar kein Studium ist, sondern es ist einfach nur on top von einem Studium, was man schon mal gemacht hat. Ich habe Deutsch nochmal studiert, ich habe Mathematik studiert, ja, und dieses Jahr befinde ich mich im Referendariat. Und ich hatte im Januar meine Zwischenprüfung für das Staatsexamen, welches ich dann im November, Dezember diesen Jahres dann ablegen werde. Also sozusagen der erste Schritt für die Notengebung dann und sozusagen für den finalen Abschluss, den ich dann vor mir habe. Und ja, da muss man eine Menge für tun, da muss man eine Menge für lernen. Und gerade jetzt in Pandemiezeiten, wo sowieso alles ein bisschen kompliziert ist, man Notbetreuung in der Schule hat oder auch in der Aufgabe ist, dass man für manche Klassen den Unterricht vorbereiten muss, ist es natürlich dann auch Natur der Dinge und der Zeit geschuldet, dass man dann diesbezüglich einfach nicht mehr das machen kann, was man gerne machen würde. Jetzt aber sind Winterferien und da, wo jetzt die Winterferien sind, habe ich mir ganz fest vorgenommen, weil ich nämlich von vielen Seiten gehört habe, jetzt musst du mal kürzer treten, vergiss mal die Schule, vergiss mal das Referendariat, schalt mal den Kopf aus, damit du dich auch wieder ein bisschen erden und polen kannst, habe ich mir gesagt, genau, und das mache ich. Und deswegen werde ich jetzt mal genau das machen, wozu ich immer riesengroße Lust und Spaß habe, nämlich meinem Hobby frönen und Filme drehen. Ja, ich merke schon wieder, dass ich viel zu viel rede, aber das bin ich nun mal. Ich rede unheimlich gerne und jetzt hätte ich beinahe noch mehr erzählt, dass ich noch eine Redenausbildung mal gemacht habe, aber das tut jetzt hier überhaupt gar nicht zur Sache. Viel wichtiger ist es, dass ich jetzt wieder da bin und dass ich jetzt diese eine Woche mir Zeit nehme, dass ich hier wieder etliches präsentieren kann. Ich habe unglaublich viel Rohmaterial schon wieder angesammelt. Immer wenn ich irgendetwas mache, dann nehme ich meine Kamera, bin mit dabei und filme das alles. Habe sehr, sehr viel Zeug und das muss ich irgendwie wieder alles ein bisschen zusammen, ja, knippern, hätte ich beinahe gesagt, zusammenschneiden, zusammenfügen, da etwas Vernünftiges draus machen. Und jetzt habe ich endlich die Zeit, dieses dann auch zu tun. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, dass ich wieder mit dabei bin, hier bei euch an eurem Bildschirm. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt geht's aber los, ne, mit dem weiteren Film. Und heute werde ich noch ein paar neue Filme wieder machen. Die werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen. Und ich freue mich, dass ihr und ich dabei bin und ihr seid. Und los geht's. Tschüss und euch alles Gute. Bleibt gesund.